So, da sind es jetzt nur noch zwei Aufgaben und jetzt begeben wir uns an die Aufgabe hier: Erziele Kopfschüsse mit einer Zielfernrohrwaffe. Dazu gehen wir natürlich in Gruppenkeile rein, weil da bietet sich es einfach an. Jetzt muss ich gerade nochmal selber gucken. Drei Kopfschüsse quasi. Wird nicht einfach. Aber wir müssen sie nur machen. Drei Kopfschüsse. Nicht in einer Runde, sondern nur insgesamt drei Kopfschüsse. Also im Prinzip doch eine Aufgabe, die hört sich erst schwierig an, aber wenn man drüber nachdenkt, man hat noch Zeit, bis die Season 11 kommt. Also in irgendeinem Modus einfach drei Headshots machen, entweder mit Sniper oder mit dem Visier und mit dem, sag schon, das Sturmgewehr. So, ihr seht ja Ladebildschirm, ihr wisst es ja. Die meisten jedenfalls. Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber trotzdem schon öfters mal helfen konnte oder dir generell gefällt, was ich hier so mache, lass doch gerne ein Abo da. Würde mich supporten und natürlich die anderen 316 jetzt natürlich auch. Weil bei 320 Abonnenten, wie du siehst, ist rechts ein Passive Code, kommt nämlich die nächste Zahl hinzu. Das heißt, jeder Abonnent hilft mir, euch. Und wie gesagt, so ist es halt. Und dann guck einfach mal in der Videobeschreibung. Da habe ich ein Video gemacht, wo ich das alles nochmal erkläre, wie das mit dem Passive Code klappt. Ich weiß, ich erzähle das in jedem Video, aber sonst kommen wirklich jedes Mal die Fragen: Wie kann ich den gewinnen? Wie kann ich den Code haben? So, wo gehen wir denn looten? Würde ich mal sagen, einfach hier unten. Auch wenn die Zone safe woanders landet. Aber es sind eigentlich relativ viele Truhen, habe ich so in Erfahrung. So. Und ist noch Dings. Also, wenn wir safe mehr Besuch haben. Deshalb mache ich die nämlich nicht in Gruppenkeile, die Aufgaben, sondern zu der Arena. Wie ihr seht, hier kommen nämlich direkt schon drei Stück hin und die wollen natürlich die Dinger abschließen von mir. Jetzt hoffe ich mal, dass ich diesmal die eine Waffe finde. Nämlich das Sturmgewehr mit dem Zielfernrohr. Sonst vermeide ich es immer, aber jetzt hätte ich es gerne. Zack. Wie gesagt, ihr müsst es nicht in einer Runde machen, sondern halt bis Season 11 habt ihr Zeit dafür. Diese Lags sind so ekelhaft. Warte mal, oben ist auch noch was, oder? Kann ich einfach hier rumliegen? Nein, natürlich nicht. Sterben wir jetzt ganz uncool. Da haben wir sie doch schon. Genau die wollte ich doch haben. Die noch ein Lilo. Schmeckt. So, 200 Schuss davon. Gehen wir noch ein bisschen Munition sammeln. Wenn wir in der Zone sterben, dann ist das so. Aber wichtig ist natürlich, Munition mitzuholen. Zack. So könnt ihr die Aufgabe halt, würde ich behaupten, am einfachsten machen. So, nehmen wir die auch noch mit. Zack, zack, zack. So, abbauen kann man hier nämlich eh nicht viel, weil hier nämlich alles Metall ist. So, begeben wir uns jetzt trotzdem mal Richtung Zone. Ne, die will ich nicht mit. Jumppad wäre mal nicht schlecht hier. War bei mir eben Hoverboard? Ach, ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal hier einmal rum mit den Seilbahnen. Ach, dann sind wir ja schon fast da.
Müssten wir also safe hinkriegen in die Zug. Ja, wenn ich so spiele, natürlich nicht. Also einmal rüber. Von da komme ich aber nicht mehr runter. Also muss ich hier runter. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich vielleicht direkt den 3 Headshots hinkriege. Weil mit Visier ist natürlich eine andere Sache, aber hier mit der Waffe geht es, denke ich mal, eigentlich am besten. Es muss nicht unbedingt ein Sniper sein. So, hier das Zonentheater ist schon voll, ist eigentlich egal. Ah, vielleicht finde ich was zu essen, dann kann ich wenig schneller laufen. Tacos, wo seid ihr? Tacos? Ah, da. Lauf. Da ist noch einer. So, ich hoffe, die 430 Schuss werden ausreichen. Ich denke eigentlich mal schon. Ha, noch gerade so geschafft. Ich hasse das Rumgespringende. So, essen wir natürlich, wenn wir schon jetzt einen Gegner hätten. Am besten so einen, wie ich eben hatte, wo ich auch die Headshots machen musste. Stehe hinter dem Gegner und schieße daneben. Und er hat mich nicht gesehen. Da bin ich bald ausgerastet innerlich. Man hat es vielleicht gemerkt bei der Aufnahme, aber da habe ich mir gedacht, ey, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ey, dann nie. Die Frage, wo die alle. Ah, er geht schon mal definitiv tiltet, das ist schon mal sehr gut. Ah. Soll er eigentlich nicht bei mir landen? War natürlich kein Headshot dabei. Aber noch mehr Munition. Wieder kein Headshot dabei, Mann. Leck des Todes. Ist halt die Frage, wo sind die jetzt alle? Gehen wir mal hier hoch. Ah, das Problem ist halt, auf Krampf Headshots machen bringt eh nichts. Aber halt 3 Stück in einer Runde muss man eigentlich dann doch gezielt machen. Aber wir sind nicht bei COD. Gerade versucht nochmal alle zu visieren. Ach, bin ich froh, wenn diese Roboter weg sind. Wo seid ihr? Hallo? Bin da hingeflogen. Ah, da war einer. 2. Ja, so könnte es natürlich gern weitergehen. Wie ihr gesehen habt, das waren dann schon 2 von 3. Ja, da oben ist der nächste gelandet. Und jetzt würde ich fast behaupten, ich schaffe es easy. Aber abwarten. Ja, es legt halt sehr gut. Wen schießt der? Er sniped ihn aus der Luft, da leckt mich am Arsch. Ah, da gegenüber. Dankeschön. Wie ihr seht, so schwer ist es dann doch wiederum nicht. 3 Headshots gemacht. Wie gesagt, versucht hier die Waffe zu kriegen, weil ihr müsst nicht nachladen in dem Sinne.
Dadurch ist das Ganze viel, viel einfacher und die Waffe verzieht nicht. So nicht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und in dem Sinne, Abo nicht vergessen, wenn ich euch helfen konnte, Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und haut rein.